Immer mehr Portfoliolösungen mit ETFs kommen auf den Markt. Zum Teil sind es Musterportfolios, zum Teil mit digitaler Beratung und digitaler Vermögensverwaltung. Manches klingt einfach, manches klingt kompliziert. Wir wollen fragen, wie einfach kann es denn sein? Herzlich willkommen zu Gewinn mit ETFs, dem Forum der Experten. Wie ist eine einfache ETF-Strategie für 2017 und darüber hinaus? Das fragen wir heute und dazu begrüße ich Dominik Riedl, Gründer und Geschäftsführer bei Just ETF, einem Internetportal, das Dienstleistungen rund um die ETF-Anlage anbietet. Und dazu haben wir natürlich bewährt Thomas Meyer zu Drewe. Er leitet das ETF-Geschäft der Commerzbank unter dem Markennamen Comstage. Herr Riedl, ein einfaches Portfolio ist seit ganz vielen Jahren 50-50, 50% Aktienanteil, 50% Rentenanteil. Und das ist nicht schlecht gelaufen in den vergangenen Jahren. Nun haben wir natürlich Niedrigzinsen und wir haben möglicherweise die Gefahr einer Zinswende. Wenn wir auf 2017 blicken, ist so eine Aufteilung noch richtig? Also meiner Meinung nach ist das immer noch richtig. Die Zinssituation hat sich leicht entspannt gehabt, ja. Jetzt zum Jahresanfang. Mittlerweile kriegen wir wieder positive Effektivzinsen bei Anleihen, ETFs. Also das ist schon mal positiv zu werten. Aber natürlich besteht immer auch die Alternative, dass man sagt, diesen Anleiheanteil setze ich zukünftig mit Tagesgeldern um, wenn man da ein attraktives Angebot findet. Wie war das bei Ihnen, bei der Commerzbank? Wie waren die Flows? Also die haben ja im letzten Jahr wie verrückt Renten-ETFs gekauft, als wenn es nie eine Zinswende geben würde. Dadurch war das letzte Jahr geprägt, dass eben Renten-ETFs allgemein gekauft worden sind. Allerdings gegen Ende des Jahres hat man dann doch die Wende gesehen hin zu Aktien-ETFs. Das hatte natürlich mit dem eher unerwarteten Anziehen der Märkte zu tun nach der Wahl von Mr. Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ja. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Hier haben wir jetzt dieses 50-zu-50 Depot, dieses Musterdepot. Und dann gucken wir mal, wie viele ETFs man da eigentlich braucht. Also Sie sagen, mit vieren kann man da eigentlich völlig zufrieden sein. Ja, auf jeden Fall. Vier ETFs reichen meiner Meinung nach völlig aus. Das ist also ein Musterportfolio von uns, das man bei uns auf der Seite Just ETF auch sich anschauen kann, analysieren kann. Es besteht im Aktienanteil im Wesentlichen aus MSCI World, also ein sehr breit gestreuter Index mit 1600 Aktien und einer Beimischung von Schwellenländern über den MSCI Emerging Markets. Insgesamt hat man hier so rund 2400 Aktien, die man dort investiert. Und wir haben sie nicht gleichgewichtet in dem Portfolio, sondern nach ihrem Anteil am weltweiten Bruttoinlandsprodukt. Das ist ungefähr eine Aufteilung, zwei Drittel, ein Drittel zwischen den Märkten. Und im Anleihebereich, da bleiben wir in Europa, um Währungsrisiken auszuschalten. Und dort setzen wir auf eine Mischung von europäischen Staatsanleihen zu zwei Drittel und eine Beimischung von Unternehmensanleihen mit einem Drittel. Was sagen Sie dazu? Also Sie haben ja sehr viel mehr Produkte im Angebot und ja, die wollen Sie auch alle verkaufen. Wie der Herr Riedl gerade gesagt hat, oft gestellte Frage, wie viele ETFs brauche ich? Ja, vier ist man schon gut dran. Eine Lösung ist so längerfristige Perspektive 6 bis 8. Ja, weil natürlich hier gewisse Einzelschwerpunkte fehlen. Typischerweise würden viele Anleger da noch den DAX beimischen und den MDAX, weil wir hier natürlich in Deutschland sitzen. In anderen Ländern wie Großbritannien wäre es dann der FTSE, der beigemischt würde in verschiedenen Formen. Aber ist natürlich vor allem eine sehr überschaubare Lösung, die langfristig, das muss man hier unterstreichen, langfristig zum Ziel führen kann. Ja, dann gucken wir, wie sich langfristig ein solches Portfolio entwickelt hat. Das sehen wir jetzt hier. Und zwar haben Sie jetzt unterschiedliche Risikoprofile. Also man kann eben halt auch sagen, ich will ein bisschen mehr Aktien haben oder ein bisschen weniger Aktien. Und da habe ich ja immer irgendwie eine Art von Trade-off zwischen Chance und Risiko. Also wie sieht das hier aus? Das ist richtig. Also man kann diesen Aktienanteil und Anleihenanteil in verschiedenen Varianten mischen. Ich habe jetzt mal eine Mischung mit 30% Aktienanteil, 50 und 70 mitgebracht. Und das Jahr 2016 hat sich wirklich sehr gut entwickelt. Mit der risikoaversesten Mischung ist man auf 6,1% gekommen.
und mit der risikostärksten Mischung auf 9,4%. Im Vergleich zu den aktuellen Tagesgeldzinsen natürlich deutliche bessere Performance. Wenn man das vergleicht über die letzten 5 Jahre, was man da pro Jahr bekommen hat, sieht man, dass es ungefähr im Durchschnitt liegt der letzten 5 Jahre, was man im letzten Jahr verdienen konnte. So, Sie haben ein wichtiges Thema, was heute inzwischen von allen sozusagen praktiziert wird oder propagiert wird, Rebalancing. Das heißt also, wenn die Märkte sich entsprechend entwickeln, dann muss man einmal im Jahr mindestens anpassen und die Ausgangsaufteilung wieder herstellen. Also wie wäre das jetzt in diesem Jahre 2016, da müssten Sie also den Aktienanteil oder nicht den Anteil, sondern die Aktienzahl sozusagen oder Aktien-ETF-Zahl genau genommen eher ein bisschen verringern. Ja, das ist korrekt. Also gerade die Aktienmärkte haben sich sehr gut entwickelt. Der MSCI World hat im letzten Jahr plus 10% gemacht. MSCI Emerging Markets sogar 14%. Die Anleihen sind aber auch gelaufen. Aber wenn man das Portfolio jetzt rebalancen würde am Jahresanfang, wäre das genau richtig. Man würde aus den Aktien Risiko rausnehmen und das eben in den Anleiheanteil investieren. Machen das Ihre Kunden? Was kriegen Sie von denen so mit? Also Sie würden es ja normalerweise an den Flows gegen Jahresende dann sehen, dass da jetzt rebalanced wird. Wir sehen das in der Tat, dass das getan wird, allerdings nicht in allzu großem Stil. Mhm. Einer der Gründe ist natürlich, wenn man das jetzt mal abseits hier von Ihrem Portfolio tut, wo Sie ja das vorgeben, also praktisch wie eine Bauanleitung, ist natürlich immer die Frage, habe ich mir selbst eine Toleranzgrenze gesetzt? Mhm. Sprich, das Beispiel war ja 65% MSCI World, wenn ich das richtig im Kopf habe. Jetzt ist die Frage, wenn sich der Anteil, weil die Aktien stark gestiegen sind, auf 66% erhöht hat, muss ich dann schon rebalancen? Das ist eine oft gestellte Frage. Die Antwort ist in der Regel, dass man 5 Prozentpunkte lassen sollte, nach rechts und links, bevor man das tut, weil sonst trifft leider der alte Spruch zu, hin und her macht Taschen leer. Mhm. Ich würde gerne noch mal ganz kurz darauf eingehen, weil hier sieht man sehr gut, dass sich Mischen lohnt. Ja? Denn wenn wir auf das Jahr 2016 schauen und dort das Ergebnis von plus 9,4% sehen, was ein sehr gutes Ergebnis war, was größtenteils auch den Emerging Markets in dem Fall natürlich geschuldet waren, die im vergangenen Jahr ab Februar wirklich deutlich angezogen haben, ist natürlich für viele, wir sind hier in Deutschland, der DAX im Kopf. Ja. Der DAX hat zum Jahresende, und zwar erst zum Jahresende, nämlich in den letzten 3 Wochen im Dezember, dann das Ergebnis verbessert auf plus 6,9%. Aber das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man eben über eine Mischung eben ein besseres Ergebnis bekommen kann und in diesem Fall bekommen hat. Man kann natürlich auch sehen, 5 Jahre im Durchschnitt ist ungefähr das, was in einem Jahr rausgekommen ist. Also es lohnt sich auch natürlich, die langfristige Lösung zu wählen. Ja. So, dann stellt sich die Frage, wie mache ich das, wenn ich bei Ihnen diese Musterportfolios mir anschaue? Was stellen Sie mir auf Ihrem Portal zur Verfügung? Ich kann ja nicht sozusagen bei Ihnen die Vermögensverwaltung machen. Nein, das ist richtig. Also wir bieten keine Vermögensverwaltung, sondern wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe oder wie man beim Auto sagen würde, die neuen Assistenzsysteme, die man braucht. Damit man sein Depot in Eigenregie führen kann. Bei uns findet man also mehrere von diesen Musterportfoliostrategien mit einer Wertentwicklungsanalysen, mit ETF-Auswahl, die Leute kopieren können für ihren Anlagebetrag, bei der sie auch die ETF-Auswahl dann individualisieren können und dann eine Orderliste bekommen, um das bei ihrem Online-Broker umzusetzen. Das ist der Service, den wir anbieten. Und im Nachhinein bieten wir auch genau diese Rebalancing-Strategie, wie Herr Meyer zu Trever gesagt hat, dass wir das Portfolio anhand von Anlagegrenzen überwachen und dem Kunden dann, wenn es soweit ist, eine E-Mail-Hinweis schicken, damit er sein Portfolio rebalancen kann. Gut, dann schauen wir uns jetzt zum Schluss nochmal an, ein bisschen zusammenfassen, wie einfach das Ganze sein kann. Das sollten Sie uns noch ein bisschen erläutern und dann kommen wir zum Thema Sparpläne und dann ist Herr Meyer zu Drewer wieder dran. Ja, also das, was wir gerade gesehen haben, diese 4 ETF-Lösungen, dafür bekommt man wirklich ein sehr breit gestreutes Aktienanleiheportfolio. Insgesamt hat man da 2.500 Aktien in dem Portfolio und 2.300 Anleihen. Also es ist wirklich sehr, sehr breit gestreut und das mit nur 4 ETFs. Also auch sehr pflegeleicht in der Umsetzung für auch Anfänger bei einem Online-Broker. Die Fondskosten belaufen sich, wenn man einfach mal die Total Expense Ratios durchrechnet der Fonds, auf 0,2% pro Jahr. Also auch hier im Vergleich zu einem Mischfonds, der ja eine vergleichbare Strategie führen würde,
die in der Regel 1,5% kosten, eine deutliche Kostenersparnis für den Anleger. Und der Kauf über Online-Broker mit niedrigen Kaufgebühren über die Börse sehr einfach. Jetzt weißt du aber die Zukunft, ich muss da jetzt mal einhaken, in Richtung RoboAdvisor, digitale Vermögensverwaltung. Die macht es ja auch etwas billiger, als es bisher üblich war. Und da liegen wir so bei 1%. Also wenn man jetzt das hier so sieht mit 0,2, dann hat man noch einen deutlichen Kostenvorteil. Und vielleicht, wie wir vorhin gesehen haben bei der Performance, keinen Performance-Vorteil für diese etwas aufwendigere Art der Vermögensverwaltung. Definitiv. Aber das heißt natürlich, das sind die Fondskosten und man muss natürlich dann immer auch sehen, man bringt dann auch eine gewisse Eigenleistung, indem man das beim Online-Broker dann selbst umsetzt mit den Käufen und der Überwachung. Aber dieser Aufwand ist minimal. Heute ist eine Order mit einem Klick durchgeführt. Ja. Also da denke ich, das sollte sich jeder Anleger selbst zutrauen. So, und dann kommt das ETF-Sparpläne, sind möglich, Herr Meyer zu Drewer. Das ist dann nochmal eine ganz andere Strategie, die geht auch über viele Jahre und da wird ja sozusagen immer jeden Monat was dazugegeben. Ja, und das ist natürlich das Gute dran. Ich überweise jeden Monat auf mein Sparplankonto eine gewisse Summe. Das erhöht die Disziplin, dass ich spare. Aber was viel entscheidender ist, ich habe das Problem des Market Timings nicht. Ich muss also nicht die Frage stellen, was hat der Herr Riedl gestern zu mir gesagt? Dann hätte ich das vielleicht schon vorgestern wissen müssen. Oder sollte ich bis morgen warten? Also die Frage, wann ich investiere. Das ist ja einer der Hauptanlagefehler, einfach immer abzuwarten. Und zum Schluss sind die Märkte gelaufen. Und das beobachten wir ja auch, das beobachten Sie. Wenn die Märkte dann erstmal gelaufen sind, wird dann doch zum Schluss noch eingestiegen. Das kann man durch Sparpläne einfach umgehen. Das zweite oder dritte in dem Fall ist natürlich, dass ich schon mit sehr kleinen Summen beginnen kann. Ja. Denn wir reden jetzt ja nicht, in diesem Fall nicht unbedingt von demjenigen, der sowieso 100.000 Euro schon hat und die zu verteilen, was er damit auch kann. Aber eben auch derjenige, der sagt, ich will regelmäßig 25, 50, 100 Euro. Es gibt Statistiken in Deutschland, die zeigen, dass in ETF-Sparpläne im Schnitt 150 Euro pro Monat investiert werden. Das sind natürlich teilweise unterschiedliche Sparpläne. Und das zeigt, dass man natürlich, dass der Anleger das schon rege nutzt und dass so etwas einfach auch eine Blaupause ist, um das einfach umzusetzen. Mhm. Wie oft wird rebalanced? Das ist das Schöne an den Sparplänen, finde ich. Man kann auch mit diesen Zuflüssen, die man ins Portfolio hat, natürlich auch ein Rebalancing durchführen. Mhm. Das Schöne ist daran, ich mache das mit Käufen, ohne steuerliche Effekte. Ja. Und das ist optimal. Und die Portfolios, die wir jetzt hier dargestellt haben, wirklich die Kombination aus den vier ETFs, kann man bereits ab 150 Euro besparen für das ausgewogene Portfolio, bei den anderen ab 240. Mhm. Das hängt immer so ein bisschen ab von der Mindestsparrate, die der Online-Broker hat. Da kommt direkt im Konsens sind das 25 Euro, die man da nutzen muss pro Position. Und das muss man eben berücksichtigen. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, meine Damen und Herren. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Also eine ausgewogene Mischung, gelegentliche Anpassung, Rebalance nennt man das einmal im Jahr. Oder sonst gelegentlich auch natürlich drauf gucken, ob sich das alles in der Zusammensetzung noch so richtig darstellt. Mehr braucht es nicht, um erfolgreich an der Börse zu agieren. Wie immer können Sie diese Sendung nochmal abrufen on demand im Internet. Das war's. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.